und herzlich willkommen zu einem neuen Video des Obacht Feelgood Adventskalenders. Im Dezember gibt es vom 1. bis zum 24.12. täglich ein Video um 17 Uhr und wir beschäftigen uns jeweils mit einem Thema aus dem Bereich der Selbstliebe und es gibt täglich eine Aufgabe für euch, die ihr erfüllen müsst, um an der jeweiligen Verlosung teilzunehmen, denn es gibt jeden Tag was Schönes zu gewinnen. Und es gibt noch eine große Verlosung und zwar am 24.12. Wenn ihr daran teilnehmen möchtet, dann zählt von Video 1 bis 24 alle Sterne. Alle Verlosungen laufen bis zum 28.12. Das heißt, ihr habt keinen Stress, die Aufgaben an dem Tag zu erfüllen, an dem sie auch online kommen, sondern ihr habt bis nach Weihnachten, also bis zum 28.12. Zeit, das zu tun und somit auch an den Verlosungen teilzunehmen. Heute beschäftigen wir uns wieder mit unserem Inneren und der Kalender steht ja im Zeichen der Selbstliebe. Und Selbstliebe und Liebe und Hass, also Liebe und Hass, funktioniert nicht gemeinsam. Und je weniger Hass man in sich trägt, desto mehr Liebe kann man für andere und für sich selbst empfinden. Und ich möchte heute ein bisschen näher darauf eingehen, denn ich bin mir sicher, jeder von euch kennt das Gefühl zu hassen oder sauer zu sein und wütend zu sein. Und es ist auch gut und richtig, wütend zu sein, aber Hass lange in sich zu tragen und nicht zu vergeben, ist einfach Gift für uns und für unsere Seele. Jetzt fängt es an zu regnen, vielleicht hört ihr das, also lasst euch davon nicht stören. Ich möchte an dieser Stelle noch ein Zitat an euch weitergeben, das mir so krass die Augen geöffnet hat. Und vielleicht geht es einigen von euch ja genauso. Jemanden zu hassen ist wie selbst Gift zu trinken und darauf zu hoffen, dass der andere stirbt. Also macht euch das mal bewusst, ihr könnt es euch auch gerne aufschreiben. Ich schreibe es euch gerne nochmal in die Infobox. Dieser Spruch ist so simpel, aber so, so wahr. Also ich kann mich auch noch daran erinnern, so richtig mich in Dinge reingesteigert zu haben und so richtig gehasst zu haben. Das zerstört einen. Das zerstört dich selber und du willst ja eigentlich in dem Moment, in dem du jemanden hast, demjenigen schaden oder demjenigen irgendwas symbolisieren. Aber das kommt da gar nicht an. Also, oder wenn derjenige sowieso da nicht drauf achtet, du zerstörst nur dich selber. Und das ist auch, jetzt hier auf YouTube ist es ja auch ein großes Thema. Hate, Hass, Kommentare, Daumen runter. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Leute, die mir hier immer einen Daumen runter geben, immer die gleichen sind. Weil meistens ist es auch die gleiche Anzahl. Und ich habe so ein großes Mitleid mit diesen Personen, weil sie so viel Energie da reinstecken, mir zu folgen, obwohl sie mich nicht mögen. Nicht jeder muss mich mögen, auch nicht jeder muss dich mögen. Es ist einfach so. Manchmal ist man mit jemandem eigentlich auf einer Wellenlänge und kommt nicht so klar. Aber überleg mal, wie weit es gehen muss, damit man jemanden hasst. Auch Leute jetzt auf YouTube, die haben ja niemandem was getan, dass sie teilweise gehatet und gehasst werden. Dass Leute Hater-Pages erstellen. Überlegt mal, was das für eine Energie ist, die Leute da reinstecken. Und das ist immer ein Zeichen dafür, dass bei den Leuten was selber nicht stimmt. Deswegen trifft mich Hate auch nicht, weil ich eher Mitleid mit den Personen habe, die diesen Hate äußern oder Daumen runter geben oder sonstiges. Das ist zwar an mich gerichtet, aber es ist einfach nur ein Ventil für die. Und die sind einfach noch nicht so weit, mal zu reflektieren, was bei denen eigentlich nicht stimmt. Und wenn man sich mal eine Weile damit beschäftigt und vielleicht auch mal vergibt oder, also jetzt nicht in Bezug auf YouTuber, wenn du jemanden nicht magst, folge ihm nicht, ganz einfach. Oder auf Instagram oder so, aber jetzt im privaten Umfeld oder im Bekanntenkreis, wenn du jemanden nicht magst oder hasst, weil er dir irgendwas angetan hat. Ich habe auch schon schlimme Dinge erlebt und hätte Gründe genug, jemanden zu hassen. Und ich hatte dieses Jahr ein Beispiel, dass ich jemanden verziehen habe. Und das war das Beste, weil ich einfach damit abgeschlossen habe. Und es klingt jetzt vielleicht viel verlangt, aber macht euch einfach mal das bewusst, dass Hass Gift für euch ist, obwohl ihr darauf wartet, dass der andere stirbt. Also ihr trinkt das Gift, weil ihr so sehr hasst und versucht, den anderen damit umzubringen. Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Ich liebe diesen Spruch, ich finde ihn einfach großartig. Bevor wir zur Aufgabe kommen, schauen wir, was es heute zu gewinnen gibt. Türchen Nummer 14 bringt euch ein Set von Benefit und zwar ein wahres Favoritenset und zwar den California Brush, den Dare Real Mascara, den Goofproof Brow Pencil, den Professional und vieles mehr.
Das Thema heute ist nicht easy peasy und leicht, sondern das ist wirklich auch harte Arbeit, diesen Hass loszulassen, aber es lohnt sich wirklich. Und das ist auch heute meine Aufgabe. Ich möchte, dass du verzeihst, ich möchte, dass du loslässt und dass du Frieden schließt, und zwar mit dir selbst. Das heißt nicht, dass wenn jemand dir was schrecklich getan hat, dass du jetzt mit ihm Best Friends sein musst. Nein, wenn dir jemand nicht gut tut, verbanne ihn aus deinem Leben, aber hasse nicht, sondern schließe Frieden. Das wird dir gut tun. Das heißt jetzt nicht, dass wenn dir jemand Unrecht getan hat oder dir Gewalt angetan hat, dass du jetzt Best Friends mit dieser Person sein sollst. Das ist sowieso. Also es gibt natürlich auch unterschiedliche Ebenen und unterschiedliche Schweregrade, was einem widerfahren ist. Ich möchte auch nicht alles auf eine Stufe stellen, aber versucht mal auch bei den kleinsten Dingen einfach zu verzeihen, loszulassen und mit euch und für euch Frieden zu schließen. Ihr müsst jetzt nicht unbedingt der Person ein Friedensangebot machen. Könnt ihr sehr gerne, aber das ist nicht meine Aufgabe heute. Ich möchte einfach nur, dass euch bewusst wird, dass Hass für euch einfach nicht gut ist und dass es euch auch von der Liebe abhält. Hass und Liebe funktioniert nicht. Jetzt hat der Regen nachgelassen, jetzt fängt der Mops an zu quietschen. Also lasst mich gerne wieder an euren Geschichten teilhaben. Erzählt mir, wie es für euch ist. Versucht euch damit zu beschäftigen und versucht es mal anzuwenden. Vielleicht klappt es nicht beim ersten Mal, aber es wird sich lohnen. Ich freue mich wie immer auf eure Kommentare. Ich freue mich wie immer über Daumen nach oben. Wahrscheinlich haben die Hater sowieso schon ihre Daumen runter da gelassen. Und ja, dann sehen wir uns morgen wieder um 17 Uhr. Und hier kommt ihr zu dem Video von gestern. Hier geht es zu dem morgigen Türchen. Und ja, das war's. Tschüss.